Ja, wie gesagt, also zum Glück gibt es keine Schadenspunkte beim Anhänger. Stell dir mal vor, so, wenn du den Anhänger zu stark beschädigst, dann kriegst du die Mission nicht und du musst den zurücksetzen, den Anhänger nochmal neu fahren. Das wäre natürlich eine richtig klasse Aktion vom Game. Weil da nicht schon genug Asi-Parts hier versteckt sind in dem Spiel. Habe ich gerade Kacke gesagt? Das ist natürlich ein wunderbares Game, ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play SnowRunner, der Offroad Truck Simulator auf dem PC, Folge 932. Wir sind das immer wieder zurück hier, ja. Ich freue mich auch wieder sehr. Gleich mal mit einer Hupe hier gestartet, ja. Und wir machen weiter. Soweit ich weiß, dürfte eigentlich noch was, genau, nachladen. Lieferung zum beschädigten Kran, den großen Serviceanhänger. Ich muss mal ganz kurz gucken hier, weil ich habe mir eine Route erstellt, die ich gerade gelöscht habe, weil ich die Karte rauszoomen wollte. Ja, das ist ja ganz, ganz cool jetzt gerade, ne? Scheiße. Gut, egal, wir haben ja hier... Das ist ja hier passend. Ja, kriegen wir hin, dann machen wir es kurz neu. So, guck mal hier, und dann ist alles super. Ja, und fahren wir. Alles klar. War natürlich jetzt wieder. Machen wir nochmal hell hier. So, 6, passt. Mal wieder reinkommen hier. Lange nicht mehr das Spiel gespielt. Aber ich freue mich. Licht? So. Alter, komplett verlernt. Ja, eine neue Map ist auch schon wieder rausgekommen jetzt. Wir sind ja noch aus Season 12 hier. Jetzt gibt es schon Season 14. Ich spiele jetzt trotzdem noch die Season 12 jetzt hier weiter, weil ich gerade noch Bock habe auf die Karte und weil ich den vierten Jahrespass noch gar nicht gekauft habe. Ja, muss ich mal ehrlich sagen. Ist halt so. Werde ich aber machen, ne? Will ich auf jeden Fall auch reingucken. Die Maps sahen ja auch schon cool aus. Jetzt die neueste Map mit Österreich. Sehr, sehr cool gemacht. Muss natürlich sein, ne? Also das muss natürlich... Ja, muss sein, auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall, kann man mal machen. Aber erstmal hier noch ein bisschen, Season 12. Ganz einfache Nummer. Das ist jetzt nur eine kleine Aufgabe, die sollte ja eigentlich heute auch erledigt sein. Nur den Kran dahin liefern, ist ja jetzt an sich nicht so eine schwierige Nummer. So. Jetzt kurz hier nebenbei noch was checken und dann geht's auch hier wirklich mal weiter. Boah, ist doch schon ein bisschen länger, als ich dachte. 8, 9, 10, 11. Also 3 Monate ist schon wieder her, die letzte Aufnahme. Wunderbar. Nicht. Bin in letzter Zeit gar nicht dazu gekommen, so Solo-Aufnahmen. Ich habe einiges aufgenommen letzte Zeit, aber es waren ausschließlich Multiplayer-Projekte oder Let's Play Togethers mit anderen Leuten, was ich auch einfach gerade mehr abfeiere als diese Solo-Let's Plays. Muss ich auch ehrlich sagen. Jetzt gerade heute habe ich mal wieder Bock gehabt und zwar auch, hat sich mal jetzt wieder jetzt die Zeit ergeben. 2, 3 Folgen auf jeden Fall werde ich jetzt machen, wahrscheinlich. Dann haben wir wieder ein bisschen was zumindest. Vielleicht kriege ich jetzt auch wieder hin, ein paar Folgen zu machen. Ich erkläre es ja immer wieder, ne, Lust ist ja noch da, nur Zeit halt schwierig. Ich habe theoretisch noch so viele Solo-Projekte auf dem Schirm. Beziehungsweise auf dem Plan, wo ich auch Lust habe. Aber wo keine Zeit ist, Let's Plays. So ist die traurige Wahrheit. Was eine schöne Wahrheit ist, ist, dass da schon unser Anhänger steht, den wir uns gleich mitnehmen. Und den werden wir doch gleich auch direkt abliefern. Dann wird es auch gleich hier wieder hell, dann suchen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen was Größeres aus, das wir hier auch wieder zu tun haben. Und dann läuft das einfach, Freunde, es läuft einfach so wunderbar. Tipptopp. Ah ja, erinnere ich mich wieder. Waren wir schon mal. Lange nicht mehr hier gewesen, aber...
Ja, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch was bauen. Jetzt muss ich mal gucken, was das für ein Anhänger ist. Kann ich den überhaupt nehmen? Das wäre natürlich jetzt blöd hier. Ah, doch, den kann ich nehmen. So, komm zu Papa. Die Anhänger entfernen. Ich hab doch gar keinen. Willst du mich verarschen? Was verpasst? Ist hier was neu? Muss ich hier irgendwie... Irgendwas neu gekommen, wahrscheinlich auch wieder mit dem Patch, ne? Aber... Ach gut, egal. Ist mir auch eigentlich jetzt nicht so wichtig. Truck. Nö, geht nicht. Naja. Wie auch immer. Ist ja auch egal. Können wir auch so regeln. Karte, habe ich gesagt. So. Boah, ey, ich... Alter, ich komme gar nicht mehr klar hier. Wo muss ich hin? Da. Ja. Quasi der gleiche Rückweg, also. Ist zum Beispiel eine Tankstelle. Brauche ich jetzt aber nicht. Da mal Anhängershop. Da steht noch ein Truck von uns. Der andere Six. Und dann meide ich die Straße. Das sieht ja alles ziemlich unter Wasser aus. Müssen wir mal gucken hier. Das ist noch ein Upgrade. Band. Egal. Das passt wohl. Der ist auch super hier auf einer Rolle. Da sollen ja auch wieder sehr viele Quality of Life Updates hier gekommen sein, habe ich mir sagen lassen zumindest. Ich hatte mir nur so ein bisschen jetzt die neuen Maps angeschaut in den Release-Videos von den jeweiligen Phasen. Das fand ich schon echt cool, also kann man schon so sagen. Ah ja, wir haben hier noch, also wirklich noch mehr als genug eigentlich zu tun. Jetzt habe ich gehört, soll noch ein neues Game kommen. Von dem Entwickler hier. Wow. Ja, das war's dann mit dem Anhänger. Boah, das mag der gar nicht. Ach, guck mal hier. Oh, guck mal. Oh, Ehrenmann. Ja, also... Schön ruhig bleiben hier, ja? So. Nee, die haben noch ein Game, ne? Nach SnowRunner kam ja Expeditions, hieß das, glaube ich. Hatte ich mir angeschaut, fand ich jetzt nicht so geil vom Spielprinzip. Und jetzt soll noch ein neues Game kommen. Das ist auch so ähnlich wie SnowRunner, nur dass man dann halt wirklich auch so Schotterwege dann noch asphaltieren kann. Dann kann man auch Straßen noch wirklich selber bauen und man muss da den Schutt selber wegräumen. Neue Physik-Engine. Das ist natürlich auch wieder sehr interessant. Allerdings... Also das Spiel kommt sowieso erst nächstes Jahr. Was da halt im Weg steht, ist SnowRunner selber, weil das Spiel ist ja bei weitem noch nicht fertig. Und jetzt kommen ja nochmal vier, also jetzt zwei von vier Phasen sind jetzt auch schon wieder draußen. Aber es kommt ja noch eine Menge Content und die alten Phasen waren ja auch noch nicht fertig. Deswegen... Und wenn das auch wieder ein Game von ähnlicher Größe wird, dann... Ja, es ist zeitlich nicht wirklich realistisch, aber... Ich werde es mir auf alle Fälle mal angucken, wenn es rauskommt, wie es so ist. Und wenn es cool ist, dann werden wir da vielleicht einen Blick drauf werfen. Aber ich will jetzt keine leeren Versprechungen machen, deswegen sage ich jetzt erstmal nichts Festes. Aber vom reinen Konzept her sah es natürlich schon sehr interessant aus, das kann man nicht anders sagen. Aber gut, jetzt erstmal haben wir hier unseren Anhänger und den werden wir jetzt erstmal abliefern. Und dann schauen, was noch an Aufgaben offen sind. Ist ja mehr als genug. Das ist dann im Game eine Fanfrage, was hier noch zu erledigen ist und was nicht. Da hat man ja so viel zu tun.
Von daher alles ganz entspannt. Das ist ein großer Service-Anhänger. Ah ja. Der Kraftstoff sieht auch noch ganz gut aus hier. Einfach mal wieder ein bisschen vorankommen hier. Es ist wunderbar. Ansonsten hoffe ich natürlich, bei euch ist alles soweit gut. Meine Woche war eigentlich... ja, ein bisschen vollgepackt, aber ansonsten eigentlich ganz okay. Heute ist Freitag, an dem ich das jetzt hier aufnehme. Freitagabend, gerade kurz vor 19 Uhr. Lass ich meine Woche gerade hier ganz entspannt ein bisschen ausklingen. Auf ganz casual ein bisschen zocken. Muss auch einfach mal wieder sein. Deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen SnowRunner zockerinon hier, ja? Oh, guck mal hier, gleich da. Jetzt hier ein bisschen aufpassen. Okay, direkt umgefallen. Super. Ja, der Anhänger lernt schnell, dass er da mit dem Zix keine Spiele zu spielen hat. Der rüttelt den einfach weiter. Aber sowas von prescht er hier durch, ja. Ja, wie gesagt, also zum Glück gibt es keine Schadenspunkte beim Anhänger. Immer vor, so, wenn du den Anhänger zu stark beschädigst, dann kriegst du die Mission nicht und du musst den zurücksetzen, den Anhänger nochmal neu fahren. Das wäre natürlich eine richtig klasse Aktion vom Game. Weil eigentlich schon genug Assi-Parts hier versteckt sind in dem Spiel. Habe ich gerade Kacke gesagt? Das ist natürlich ein wunderbares Game, ja. Aber ehrlich, also wenn ich ein Spiel 900 Folgen spiele, dann kann es auch gar nicht so scheiße sein. Für mich zumindest, ne? Es gibt ja immer... Schmecker sind ja bekanntlich verschieden, ne? Bestimmt Leute, die sich auch schon gedacht haben, Alter, du Spast, wie kannst du ein Spiel 900 Folgen zocken? Gerade so eins hier, wo ja eigentlich von Action her nicht so viel passiert. Es ist halt ein sehr entspanntes Game, sagen wir es mal so. Aber ich feiere das. Du sitzt einfach hier, ne, Controller in der Hand. Einfach Gas geben, mit dem Six keine Gedanken machen, dass er hier stecken bleibt. Weißt du, ich brauche gar nicht gucken hier. Der fährt einfach durch. Sagt er, und in dem Moment bleibt er stecken. Nee, guck mal hier, trotz dass der Anhänger hier wieder Faxen macht, preschert er hier einfach durch. Ja, kein Ding. Wunderbar. Und... ja, ich finde es entspannt. Ein bisschen quatschen nebenbei hier mit euch, ja. Und das Projekt hier begleitet uns jetzt schon auf dem Kanal so viele Jahre. Es ist wirklich unglaublich. Boah, da haben wir noch eine fette Ladung zum Abholen. Ich sehe das schon. Es kann ja was Tolles werden hier. Das werden wir wahrscheinlich noch nicht freigeschalten haben. Ich muss jetzt echt hier von hinten rumfahren. Ist ja eklig. Na gut, aber passt. Hier ist dann auch gleich eine neue Aufgabe für uns. Können wir gleich mal aktivieren. Glaube ich, haben wir nämlich nicht gemacht. Ja, haben wir ja noch gar nicht. Haben wir ja gar nicht. Dann machen wir gleich. Ich liefere erstmal ab hier und dann nehmen wir die mit, die Aufgabe natürlich. Gucken wir uns jetzt mal, was wir jetzt tun können hier. Weil wir ein bisschen Spaß haben jetzt hier die nächsten Folgen. So. Okay. Wir hätten noch warten können, aber bei all den Bauarbeiten in der Gegend ist die Zeit knapp. Also müssen wir einfach weitermachen. So ist das in der Logistik. Das gibt 510 Erfahrungspunkte und 5400 Belohnung. Sowie ein Lager aus. Zugang zum Standort. Ach so, ja cool. Haben wir jetzt hier quasi ein... nö. Lagerhaus. So, wir könnten jetzt hier noch einen Scout-Anhänger. Da ist ja auch noch ein Upgrade. Ist hier noch ein Scout-Anhänger, aber der ist wieder... weit weg ist der jetzt halt auch wieder nicht. Also, und dann kriegst du den ja auch relativ flott darüber geschifft.
Man könnte es ja glatt machen, ne? Komm, machen wir einfach. Gar nicht drüber nachdenken. Einfach hinfahren. Ist ja Blödsinn. Also. Warte, wo war der? Ach, da. So, und dann halt einfach nur. Geradeaus. Dann nehmen wir doch das Upgrade mit. Also. Das ist die Frage. So rum oder so rum? Aber fahren wir rechts rum. Fahren wir rechts rum. Zack, zack und dann zack. Upgrade mitnehmen. Cool. Aber als erstes nehmen wir natürlich noch die Aufgabe mit. Beziehungsweise die zwei Aufgaben. Ihr habt gesehen, hier sind zwei auch. So. Was haben wir hier? Tauchen nach Schätzen. Probleme im Hafen haben dazu geführt, dass vor einiger Zeit ein Schiff gesunken ist, nachdem es gegen die Mole gekracht war. Molle? Mole? Es hatte wertvolle Fracht geladen. Könntest du checken, ob es etwas zu bergen gibt? Ja, machen wir dann irgendwann mal. Da hinten ist die Aufgabe. Die zweite. Nehmen wir mit. Und dann fahren wir. Kurzschluss. Das Hochwasser hat nicht nur die Laderampen beschädigt, sondern auch unser Stromaggregat. Wir brauchen ein neues. Zum Glück hat das nächstgelegene Logistikzentrum eins. So, da muss ich jetzt quasi raus. Ja, ich hätte natürlich schon abkürzen können. Nö, natürlich nicht. Das geht so nicht. Dann fahren wir mal da rum. Truck, wenn es geht, da nicht versenken. Wir haben noch 200... Und wir haben aber bestimmt auch noch hier unsere ganzen Zusatzkraftstofftanks voll. Haben wir. Okay, dann können wir auch fahren. Was war da jetzt? Da war noch eine Aufgabe. Nö. Das wird mir nicht angezeigt. Ja, dann nicht. Dann nicht. So, ja wunderbar, würde ich mal sagen. Das sind doch Aufgaben, da machst du guten Progress mit. Und den weißer Baum nicht gut. Naja, so. Ab durch den Schlamm. Aber so richtig, jawohl. Schön. Ich hab schon vermisst, ey. Wenn ich jetzt hier wieder zocke, nicht mal eine Folge, ich hab so vermisst das Game. Es ist immer wieder toll, zurückzukommen. Wirklich. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass so lange keine SnowRunner-Folgen kamen. Falls ihr sie noch sehen wollt, weiß ich nicht. Ich werde es auf alle Fälle weiterspielen, weil ich einfach Bock und Spaß dran hab. Dementsprechend. Wenn ihr Bock habt, seid ihr dabei. Wenn nicht, auch kein Ding. Jeder wie er will, ist ja alles in Ordnung. Alles entspannt. So, jetzt gucke ich mal, ob wir in der Folge noch kommen, ob wir es noch schaffen, den einzusammeln. Ich denke mal, ja. Was ist das nochmal? Scout-Anhänger Curtain-Sider. Was auch immer das ist. Curtain-Sider. Whatever. Das ist auch wieder so ein größerer diesmal. Mal gucken, ob ich den ankoppeln kann. Oder ob irgendwas mit der Ankoppelmechanik hier plötzlich geändert ist. Was ist hier noch? Eine Aufgabe? Ich glaube, die haben wir aber schon mitgenommen. Naja. Ah, das ist ja sogar die Aufgabe. Ach, na dann. Ja, der sieht auch wieder nicht so aus, dass ich den ankoppeln kann. Auch wenn das ja hier... Nee, aber das ist eine andere Kupplung, ja. Das wird nicht... Das geht nicht.
Tja, dann wieder mit Trick 17. Das wird dem zwar gar nicht gefallen. Aber was soll ich machen? Boah, das gefällt ihm ja gar nicht, wegen den Packstelzen da vorne, ne? Oh. Tja, Anhänger, da musst du mit leben jetzt. Tut mir auch ein bisschen leid, Alter. Oh Gott, das sieht auch nicht so aus, dass es dem gefällt, ja? Aber, oh Gott. Fahren kann ich. Irgendwie. Oder so. Einigermaßen. Riesig nicht. Das war wieder komisch. Ja, da muss er durch, der Anhänger. Das sage ich. Das sage ich ganz klar, wie es ist. Kommt da nicht drum rum. Wo wir nicht drum rumkommen, ist das Folgenende, was sich jetzt gleich anbahnt. Aber ein bisschen fahren wir noch. Aber der macht es doch ganz gut. Fahren wir noch bis zum Asphalt und dann machen wir nächste Folge weiter. Dann sollten wir das noch easy hinkriegen. So wird das ein Upgrade einsammeln und dann vielleicht machen wir einen Auftrag, einen großen. Vielleicht machen wir auch mit kleinen Aufgaben weiter, weil die sind ja gerade relativ geschmeidig. Zum Durcharbeiten hier. Nächste Folge geht's weiter, Freunde. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.